Volksfeststimmung an der Wolfhager Biogasanlage. Der Grund, die diesjährige Maisernte. Hoch erfreut über den guten Ertrag ist auch Stefanie Wittig-Vogel, die als Pressereferentin beim Kreisbauernverband arbeitet. Hinter mir sieht man, dass die Maisernte auf der Wolfhager Biogasanlage in vollem Gange ist. Die 4 Tage, in denen sich jetzt hier die Ernte abspielt, in der der Mais gehäckselt wird, sind die wichtigsten Tage im Jahr für die Biogasanlage, weil wir eben hier die Ernte und den Energieertrag für das komplette Jahr einfahren. Mit von der Partie ist auch in diesem Jahr wieder Landwirt Heinz Weimann aus Wolfhagen. Er ist Nachbar der Biogasanlage und sein Betrieb wird durch sie mit Wärme versorgt. Wir sind ja jetzt voll in der Ernte drin. Wir haben heute Morgen angefangen und schätzungsweise Sonntag, Montag werden wir fertig werden. Wenn das Wetter so weiter mitmacht, dann ist das eine gute Sache. Wir sehen erstmal die Anlage als solches und diesen großen Berg von Mais, der einfach sich das Grundfutter ist für die Anlage hier. Ne? Weil der auch den hohen Energiewert hat, das ist ja schon mal entscheidend. Ne? 3 Lohnunternehmen mit je einem Häcksler sind auf den Feldern rund um Wolfhagen unterwegs. Sie laden das Material auf Kipper und fahren es zur Biogasanlage. Dort wird der gehäckselte Mais gewogen und die Qualität wird überprüft. Anschließend wird der Mais auf einen Haufen geschüttet und siliert. Das heißt, er wird verdichtet und dann unter einer großen Plane luftdicht verschlossen. Landwirt Matthias Rehrmann aus Calden fährt für das Lohnunternehmen Hierling und ist von morgens bis abends auf der Anlage. Wir haben eine Kombination aus schwerem Trecker und der Silagewalze, die extra dafür konzipiert ist. Um eine Tiefenwirkung zu haben, verdichten wir den Silohaufen. Durch ständiges Parallelfahren, immer Stück versetzt, kriegen wir die perfekte Verdichtung dann hin. Was schätzt du, wie oft bist du heute schon hier lang gefahren, hin und her? 100 Mal reicht nicht, 500 Mal reicht nicht. Wir haben es vor Jahren mal gemessen, da bin ich auf einem Silohaufen hier in Wolfhagen knapp 600 Kilometer gefahren. Nur vorwärts, rückwärts. Der Silohaufen ist das Futter der Anlage, die praktisch wie eine Kuh arbeitet. Das Methan, was ausgestoßen wird, fängt die Anlage jedoch auf und damit werden Motoren angetrieben, die über einen Generator Strom erzeugen und ins Netz einspeisen. Auch die entstehende Abwärme wird genutzt. Die Besonderheit von Biogas ist eben, dass wir erneuerbare Energien liefern und wir dabei unabhängig von Sonne und Wind sind und das heißt auch bei schlechtem Wetter und bei Nacht Strom liefern können und das absolut dezentral und nachhaltig und klimaschonend. Und wir haben jetzt Glück, das Wetter ist gut, die Sonne scheint ein bisschen, das heißt die Felder sind gut befahrbar, der Mais hat eine gute Reife erreicht und wir gehen von einem hohen Energiegehalt aus, sodass wir dann auch in Zukunft das Wolfhager Schwimmbad und die Schule und viele Haushalte mit Wärme und Strom versorgen können.